Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 17 der Asylum Challenge. Ja, wie immer ist wieder der nächste Morgen angebrochen. Es ist aber ziemlich spät, weil Katie, glaube ich, das letzte Mal sehr spät ins Bett gegangen ist. Deshalb decke ich sie jetzt mal einfach auf. Also sie hat wieder in ihrer Abendkleidung geschlafen. Alles klar, das ist völlig normal. Ich muss mal gerade meinen Ton am Headset richtig einstellen, weil das nicht so einfach ist und sie ist krank. Das ist natürlich leider schade. Ich habe auch gesehen, das habe ich vorher nie bemerkt beim Spiel, dass wenn man wirklich dieses Moodlet hat und aber eigentlich arbeitet, dann kann man sich wirklich krank melden und muss dann auch wirklich nicht zur Arbeit gehen. Und das finde ich ziemlich cool. Also, ja, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so mitgekriegt habe. Dabei spiele ich ja eigentlich schon seit Jahren Sims und irgendwie war ich da wohl nicht immer sehr aufmerksam dabei. Ja, und während du hier die Gartenarbeit machst, der arme Ginseng. Ja, sie kann übrigens auch richtig viel ernten. Hier die Araune kann geerntet werden, die noch auch und der Salat und ja, das ist nochmal ein Ginseng und ja, Mitternachtsbodenpflanze und Pfefferminze. Super. Dann soll sie sich mal hier schön um die Pflanzen kümmern. Ja, wir haben jetzt die ganzen Sachen, die werde ich dann auch gleich in den Kühlschrank packen, wenn sie hier fertig gearbeitet hat. Und danach soll sie mal ein paar Fotos schießen. Ja, was ist das für eine Pflanze? Keine, es ist ein Möbelstück, alles klar. Und dann fotografieren wir. Ah, und sie wollte unbedingt, sie hat sich doch gewünscht, ein Schwarz-Weiß-Foto der Sonnenblume zu machen. Dann machen wir das nochmal. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ja, am letzten Tag war das ziemlich blöd, weil da habe ich das Spiel gerade beendet, wollte speichern und dann ist es abgestürzt. Geht immer noch nicht die Sonnenblume. Ist so komisch. Auf jeden Fall musste ich dann den letzten Tag nochmal spielen. Es hat sich aber nicht groß viel verändert, außer dass es im Kommissionslager keine Spiegelreflexkamera gab. Und ich habe so viele Fotos gemacht mit der Kamera. Also ich denke auch, dass ich, wenn das wird jetzt, wird sich nicht viel bessern, dass ich werde so viele Fotos machen müssen. Und ja, da werde ich das einfach so machen, dass wenn ich wirklich extrem viele Fotos hintereinander mache, dass ich das einfach rausschneiden werde, weil wenn ich jetzt in die Warteschleife acht Fotos eingebe und dann klicke ich einfach nur achtmal, das ist ja nicht spannend zum Zuschauen, da mache ich dann lieber noch andere Sachen nebenher, wie zum Beispiel irgendwie ja wieder mit irgendjemandem Stress anfangen oder eine Schlägerei beginnen oder so. Das ist dann doch irgendwie, glaube ich, geschickter. Deshalb werde ich das jetzt hier auch schon mal anfangen. Aber ja, ich werde mich dann entscheiden beim Schnitt, ob ich es rausschneide und wenn ja, wie sehr. Aber ihr werdet es ja dann merken. So, dann müsst ihr unbedingt. Ach so, sie muss duschen, aber das geht erst, wenn sie gegessen hat. Und den Salat, den können wir mal hier reinpacken. Und die Orangenwurzel eigentlich auch, aber die gibt es ja im Kühlschrank. Ach nee, die können wir verkaufen, genau, das habe ich ganz vergessen. Schön Fotos über Fotos machen. Ach so, und jetzt soll sie mal duschen gehen. Sie möchte ein sepiafarbenes Nichtsfoto machen. Das kann sie gleich tun, dann werde ich die Sonnenblume nämlich entfernen. Entschuldigung, ich musste geschwind husten, so das ist ein ekliges Essen gewesen. Das ist natürlich doof, dann werde ich die Kameraeinstellungen hier wieder ändern. Zu Sepiafarben und dann einfach danach wieder 8 Fotos oder 7 aufnehmen. Dann schaffen wir es nämlich wahrscheinlich bald, also es wird dann nicht mehr so lange dauern, wenn wir intensiv fotografieren hier, denn die Fotografiefähigkeit ist schon auf Level 9, das heißt, wir müssen nicht mal ein ganzes Ding machen, dann haben wir die Asylum Challenge geschafft. Ich glaube, heute werden wir es nicht mehr schaffen. Aber ich bin mir da nicht ganz so... Ja, wohl nicht. Ich werde es wahrscheinlich die eine Hälfte, wenn ich Glück habe,
in diesem Part und dann im nächsten Part schaffen. Und dann könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr gerne ein Sims 4 Let's Play anstelle der Asylum Challenge sehen möchtet. Oder ja, ob ihr sagt, nö, Sims 3 lieber, dass ich mir noch was anderes ausdenke. Das fände ich super, wenn ihr mir das schreiben würdet. So, und sie, was hat sie für Wünsche? Sie möchte selbstgemachte Speisen auf einer Party servieren. Ja, dann... Obwohl, machen wir mal, ich glaube, wir könnten mal wieder eine Party veranstalten. Das wäre doch eigentlich eine ganz nette Idee. Und dann kann sie vielleicht noch was malen. Eigentlich müssten wir nicht malen. So, wir machen einfach eine... Ja, wir machen eine Einweihungsparty. Die beginnt um 19 Uhr. Kleiderordnung wird ungezwungen sein. Und wir laden einfach alle Leute ein, die wir kennen. Weil es kommt wahrscheinlich sowieso niemand, weil die uns nicht mögen. Aber ja, wir werden hier gleich... Hier wird gleich wieder jemand angeführt. Die geht gleich los. Dann sollten wir ganz schnell mal hier... Essen servieren, und zwar erst Salat, denn der ist jetzt kostenlos, weil wir den Salat in den Kühlschrank gepackt haben. Wie komme ich denn jetzt auf? Na gut, egal. Ja, auf jeden Fall möchte sie hier den Herbstsalat zubereiten. Ich weiß gar nicht, ob das zählt, wenn man den auch serviert. Ich bin ganz sicher. Und sie möchte natürlich mal wieder gemein zu Elisabeth sein. Sie möchte ein Objekt Fetisch kaufen. Das können wir leider nicht. Das ist nämlich gegen Regeln. Eine wunderbare Party wird das bestimmt nicht werden. Einem zum Essen bringen. Ja, der erste Gast ist da. Wer auch immer du bist. Freundschaftlich begrüßen und so hineinbitten geht nicht. Ist da schon jemand anderes da? Oh, wir müssen mal noch die Rechnung bezahlen. Obwohl, das müssen wir nicht jetzt machen. Das können wir auch morgen machen. Das ist jetzt... Oh Gott, wie sieht... Ist das eine Frau? Hubert, nein, ist doch ein Mann. Oh je, das ist echt nicht schön. Aber, ja, wir werden mal hier mit ihm kennenlernen. Oh, da kommen noch den Mann. Der sieht ja schick aus. Peter Landgraf, freundschaftlich begrüßen. Bitten sich zu benehmen. Was hat die denn gemacht? Das müssen wir nicht machen. Das ist schon in Ordnung so. Oh, da kommen jetzt aber viele, die anderen schalten wir mal ein, aber nicht auf. Schalten wir mal auf Pop. Das ist aber auch, dass viele Gerichte mitbringen. Das ist ein originaler Blockwerk. Das ist natürlich doof. Also wir können Gedi sprechen, das macht man mal eher als gemein zu Elisabeth sein. Das ist nämlich irgendwie blöd. Fragen wir sie mal nach ihrem Tag. Das ist schön kurz. Und dann werden wir noch den Xander freundschaftlich begrüßen. Wer ist das? Der Jonas. Wer geht da jetzt? Gehen wir nicht, oder? Pasta. Evelyn Pasta. Okay. Ah, das gibt eine Kissenschlacht wahrscheinlich. Das habe ich ganz vergessen. Das ist ein Rotterdam. Grüßen wir mal. Und so, dann möchte sie mit Juni sprechen. Das ist diese hier. Das ist natürlich blöd, dass die jetzt hier so schnell tanzt, aber ich glaube, das war die. Ja, genau. Oh, dann macht jemand Emma Hatch. Unhöflicher Gast. Ein Gast, der sich nicht benehmen kann. Aha. Und das ist Detlef Landgraf. Ah, das sind das wohl Brüder. Das ist natürlich nicht schlecht. So, dann haben wir hier Spaghetti mit Gemüsesoße und unseren tollen Herbstsalat. Die sehen natürlich irgendwie besser aus. Dann sprechen wir jetzt mit Mira, mach auf Pause. So, dann, was wünscht sie sich denn noch? Einem zum Essen bringen. Achso, wie macht man das denn? Mahlzeit bringen. Das können wir mal machen. Wer hat denn Hunger wahrscheinlich? Ich habe keine Ahnung. Bringen wir doch die Mahlzeit einfach mal zu Hubert Lichtenberg. Den können wir dann vielleicht auch mal umstellen. Ja, ich glaube, das ist nicht schnell. Der ist einfach so unglaublich hässlich.
So, der Gute ist jetzt umgestylt. Er sieht jetzt wieder viel, er sieht jetzt einfach gut aus. Also der sah vorher so hässlich aus und jetzt, muss ich sagen, sieht der echt gar nicht so schlecht aus. Also, wow, warum ist er denn jetzt wieder? Haben die jetzt schon wieder miteinander geflirtet? Das glaube ich einfach nicht. Okay, weißt du was? Idiot, jetzt bin ich aber auch mal gemein zu dir. Streiten und bitten einfach nur befreundet zu sein. Und dann werde ich hier ganz freundlich zu dem sein. Einfach nur, weil. Vielleicht nicht unbedingt einschlagen, das funktioniert ja manchmal nicht von Anfang an. Dieser Blödmann. Also, jetzt reicht's mir aber. Sind die dann eigentlich wieder? Ich mach dir meinen vollen Freundesstand. Ist das jetzt immer hier nach Abschluss fragen? Am besten sollte dann mal ein bisschen schön lustig und das wird doch nicht befreundet. Gut. Dann werden wir hier mal eine Grenasse schneiden mit mir. Ist ja blöd. Warum macht sie jetzt die Musik aus? Du sollst auch nicht anfangen zu trainieren. So, und vielleicht kann man sich mal hier bei ihr entschuldigen, weil so schlimm ist sie ja doch nicht. Scheint wohl nicht zu gehen. Geht das? Die Nacht? Mit ihr Schakka zu machen? Funktioniert das dann? Was hat sie denn da jetzt gesehen? Das würde mich mal interessieren. Okay, wer ist das? Gobias Coffee. Okay, das funktioniert wohl, aber es bringt kaum was. Ja, dann sollen die beiden hier sich aber trotzdem noch nicht vertragen. Etabliere eine gute Freundschaft mit... Ja, das funktioniert leider nicht. Deshalb werden wir jetzt hier mal diese Mahlzeit... bringen zu, jetzt prügeln die sich wieder. Ja, bringen wir die Mahlzeit zu Tobias. Ich glaube, jetzt habe ich den angedrückt. Jetzt hat die echt mich verprügelt. Das ist so gut. Ich mag die echt nicht. Also die beiden, die machen mich richtig wütend. Oh, sie hat einen Freund verloren. Was für eine Party. Aber jetzt muss ich erstmal Schluss machen. Ja, das ist eine nicht sonderlich ereignisreiche Party gewesen, außer dass... Und sie hat ihren Wunsch erfüllt bekommen. Das ist schön. Sie möchte Xander fotografieren. Das müssen wir unbedingt jetzt machen, bevor er geht. Foto aufnehmen und zwar ganz geschwind. Das jetzt gezählt? Nein, hat's nicht. Wie doof. Er geht doch jetzt aber schon, oder? Bitten zu posieren. Und dann. Nein, er geht noch nicht. Gut, dann werden wir nämlich mal hier hingehen und noch nicht schlafen gehen, denn du bist noch gar nicht müde. Oh, doch, du bist schon müde und es ist auch schon 11:30. Kamera, Foto machen. Yeah. Hat das jetzt gezählt? Nein, hat's nicht. Oder ist das überhaupt Xander? Ach nee, das ist Peter. Ups. Ach so, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ja, wo ist denn Xander? Xander, wo bist du? Wahrscheinlich ist es der. Na, wahrscheinlich. Er ist einfach auf jeden Fall nicht mehr da. Ja, dann werden wir jetzt erstmal hier mit der guten aufs Klo gehen, mit der guten Katie. Ja, okay, jetzt ist auch die Party komplett zu Ende, glaube ich. Aber ich habe gerade irgendwie echt was im Hals und das stört mich ein bisschen. Gewinne London als Freund? Nein. Etabliere eine gute Freundschaft mit Yumi? Nö, muss jetzt nicht unbedingt sein. Judy fotografieren, die sind alle weg. Mann, ich werde jetzt mal hier mit ihr schlafen gehen und dann sehen wir uns im Morgen. Am Morgen, wenn sie wieder aufwacht. So, sie ist jetzt gerade aufgewacht und Nick Alto möchte wissen, ob Katie May an einer Verabredung interessiert ist. Nein, leider nicht. Also prinzipiell ja schon, aber
Geht leider nicht so. Und sie wird erstmal einen Herbstsalat frühstücken und dann habe ich dummerweise das ganze Servierplatte. Ja, oder? Weiß es gerade. Doch, ich glaube schon. Ja, dann soll sie. Oh, wie süß! Billy gießt die Blumen. Das ist ja süß. Das habe ich ja noch nie gesehen. Dass sie das von alleine macht, ist ja auch schön. Das ist echt gut. Dann kriegt sie vielleicht einen Fähigkeitspunkt, wenn sie die alle gießt. Weil die. Hat sie jetzt die Pflanze gegossen und gießt die? Oder gießt sie die jetzt zweimal? Ich weiß es gerade gar nicht so genau, weil dann muss ich das vielleicht nicht machen. Dann kann ich mich heute voll und ganz dem tollen Fotografieren widmen. Weil es ja so schön ist. Ja. Wir werden hier und werden hier noch weiter fotografieren und ich werde das aber gleich dann rausschneiden, wenn sie fertig ist mit Essen. Nämlich jetzt dann. Nein, du sollst das nicht wegräumen, du sollst gleich fotografieren. So, ich denke, das reicht jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt 30 Fotos oder so geschossen. Ich muss mal kurz schauen, wie sich das hier jetzt verbessert. Oh, ach nein, das ist soziale Netzwerke. Boah, ich dachte gerade schon. Gerhard Landgrab, nein, auch wir möchten nicht, dich nicht mit uns. Ach du Mist. Das ist fast gar nicht vorangegangen. Ich habe echt viele Fotos gemacht. Das heißt, ja, die letzte Fähigkeitsstufe wird sich nochmal richtig hinziehen. Und wir werden hier noch den Garten pflegen. Also mit das Unkraut noch jäten, denn das haben wir noch gar nicht gemacht. Und das hat die gute Lili auch nicht drauf, weil die kann ja noch gar nicht Garten arbeiten. Dann werden wir hier mal die Post nehmen und, nein, ich glaube, aber wenn wir was bekommen haben von Freunden, dann, ja, dann werde ich das aufhängen in der Anstalt. So, und du darfst hier aber bitte schnell das Unkraut jäten. Ach so, und geerntet hat die Lili auch nicht. Okay, sie hat nur gegossen. Gut, das ist okay, dann machen wir das einfach und danach wirst du auch nochmal fotografieren hier, weil das kann ja nicht sein. Achso, vielleicht sollte ich die Kameraeinstellung so einstellen, dass es eine Vignette ist. Vielleicht geht es dann schneller voran, die Kamera-Fotografierfähigkeit. Meine Güte. Okay, jetzt durchwühlt sie den Müll und sie hat einmal Schrott gefunden und Müll. Nochmal Müll und eine Quietscheente, wie süß. Du Arme, du hast es echt gerade nicht leicht irgendwie. Ach so, sie muss unbedingt dann noch duschen. Das können wir auch gleich dann machen, aber erstmal werde ich hier die Ente in die Dusche legen. Ich weiß gerade gar nicht so genau. Ja, und dann soll sie auch baden gehen und nicht duschen, sondern denn dann kommt das positive Moodlet von der Ente. Das ist immer so süß. So, und dann soll sie mal hier fotografieren. Oh, London hat in der Post ein Geschenk bekommen. Oh nee, jetzt geht der. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt warte ich gerade mal. Und die Mitternachtsbohne, ein sepiafarbenes Blumenfoto machen. Ja, dann machen wir doch einfach nochmal ein Foto hier. Was ist das? Beleidigen. Nein, du beleidigst nicht die gute Lili. Die hat dir geholfen. Ach mal. Jetzt gibt's ein Sonnenblume wieder. Jetzt, wo der Wunsch weg ist. Wie soll das ein sepiafarbenes? Okay, dann machen wir das nochmal und schauen. Hier sepiafarben ist es nicht. Jetzt ist es Sepiafarben und Blume. Okay, und dann gehen wir jetzt hier ein Bad nehmen. Und dann können wir auch vielleicht, um den Part ein bisschen länger zu machen, kann sie ja auch hier die Mitternachtsbohne essen. Dann bekommt sie ein bisschen Energie, glaube ich. Obwohl, lohnt sich das, das einfach so nach hinten zu verschieben? Weil dann muss sie am nächsten Tag einfach nur länger schlafen. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Den Samen packe ich auch einfach mal in den Kühlschrank. Und sie hat ein paar Sachen bekommen. Einmal die Fotos und dann hier eine Hängeblume oder was das auch immer ist. Ja, so, und den Schrott hat sie gefunden. Ja, ach so, und das war's. Aber ich werde das mal eben schnell platzieren. Ich habe jetzt diese Pflanzenkugel hier platziert. Das ist vielleicht ganz schön, dass die Zimmer nicht alle so schmucklos sind.
Und mir fällt gerade ein, wir müssen mal auch unbedingt noch hier die Fotos alle verkaufen. Boah, 90 Fotos haben wir schon gemacht. Also das ist schon echt viel. Das heißt, ungefähr 10 Simoleons sind die im Durchschnitt jeweils wert gewesen. Das ist nicht so viel. Ja, und dann... Herbstsalat zubereiten will sie schon wieder. Hat sie denn schon wieder Hunger? Nein, aber sie kann danach noch aufs Klo gehen. Hier, Entenzeit. Wegen Gummiente. Das ist doch auch süß. Wo ist die Gummiente? Achso, die Gummiente ist nirgendwo und das Klo. Sieht so ekelhaft dreckig aus, aber es ist nicht dreckig und das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist doch ekelhaft, das Klo. Ja, egal, das Klo ist das Klo, ja. Und das hier wird sowieso niemand weitermachen, deshalb kann ich das jetzt auch wieder verschrotten. Das war völlig umsonst, da hätte ich lieber irgendein anderes Fähigkeiten... Dings hingemacht. Ich schalte mal hier wieder um auf was? Auf Indie. So, und da hat jemand eine SMS bekommen. Das ist doch schön. Und vielleicht kann sie auch mal ein paar SMS verschicken. Oder sie kann noch mal hier mit dem guten Hulbert Lichtenberg fotografieren, sag ich schon. Nee, sie soll erst fotografieren und dann mit ihm plaudern. Inventar. Kamera. Ich mache das schnell auf Pause, denn dann geht das besser. Kamera, Fotos machen, komm schon. Ja, okay, gut. Dann soll sie danach mal mit dem Hubert plaudern. So, in der Hoffnung, dass das nicht allzu lang dauern wird. Eine Toilette, yeah, wie toll. Ich wollte auch schon immer mal ein Foto von der Toilette machen. So, und jetzt werden wir hier mit dir plaudern, lieber Ulbert. Wir können ihn ja auch einfach nochmal hier einladen. Das habe ich ja ganz vergessen, dass wir die alle einladen. Und die sind jetzt alle befreundet. Das ist ja cool. Und warum ging das so schnell? Das war aber ein kurzes Plaudern. Okay, merkwürdig. Ja gut, dann plauder doch mal mit ihm und wird ihn lassen abwürgen. Oder kann er gerade nicht? Aha, jetzt redet sie über Muskeln. Das ist doch mal schön, das soll sie mal ein wenig machen. Das können wir mal so ein bisschen beschleunigen hier. Und dann werde ich hier mal wieder ein paar Fotos mit ihr aufnehmen. So, und das werde ich dann auch wieder rausschneiden. Ich werde einfach einige Fotos machen. So, jetzt habe ich schon die Hälfte erreicht. Ich bin, glaube ich, jetzt genau bei der Hälfte angelangt. Du sollst, ja, das kannst du machen, bei dem Gitarrenspiel zusehen ein bisschen. Oh, die streiten sich. Irgendwie streiten die sich die ganze Zeit, habe ich so das Gefühl. Also zumindest mit Elisabeth wird sich viel gestritten. Ja, und... Das waren die ganzen Fotos hier. Und sie möchte ein Schwarz-Weiß-Foto vom Mitbewohner machen. Das machen wir natürlich auch. Und wir gerade von dem Roger machen, von dem Fake-Muskelmann. Bunt, Schwarz-Weiß hier. Mitbewohner, wäre ganz schön, wenn das angewählt wird. Große Töne. Hier? Nein, ein Sim am Computer. Ups, jetzt habe ich Sepia-Farben. Oh, ich bin so ein Dödel. Ja, dann mache ich jetzt halt ein Sim am Computer und dann am besten jetzt nochmal von ihm hier, vom Andrew. Pause! Jetzt ist es nämlich gerade. Nein, jetzt ist es wieder in Gesellschaft. Oh, diese Fotomodi, die machen mich wahnsinnig. Ja, dann mache ich jetzt halt kein Foto davon. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Also es geht voran. Ich denke, im nächsten Part werden wir es dann noch schaffen. Haben wir dann die Fotografiefähigkeit beendet? Ja, doch, das könnte hinkommen. Ich werde sie einfach wieder ein bisschen später ins Bett schicken und bevor sie schlafen geht, viele, viele Fotos machen lassen und dann gibt es vielleicht noch eine große Abschiedsparty im nächsten Part. Ja, das werde ich, glaube ich, jetzt dann ziemlich bald machen und ich werde den Part jetzt hier zu Ende bringen. Es dauert ja nicht mehr lang und ich werde, also ist ja heute kein besonderer Tag mehr, das heißt, das wird nichts Besonderes mehr passieren
Und ich werde sie einfach nur noch was essen lassen. Was kann ich eigentlich jetzt gerade machen? Was ist das denn? Was ist das? Was sind das für Bobbel? Ah, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, dann soll sie jetzt erstmal einen Teller nehmen und ich werde jetzt den Tag, wie gesagt, schon vor ein paar Minuten zu Ende bringen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!